Heute checken wir den Tornado Classic. Was kann er, was braucht er? Was für Reiniger, meine Tipps und wie viel Luft ihr braucht, erfahrt ihr auf jeden Fall nach dem Intro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und das ist der Tornado 10S. Auch Tornado Classic genannt, mittlerweile mit rotem Griff. Extrem gute Haptik, Aufhängung. Scheißfesten. Und das Gerät arbeitet mit dem Tornado-Effekt. Das heißt, ihr seht das hier vorne, rotiert unser kleiner Schlauch. Der sorgt dafür, dass ein Sog entsteht und der Dreck aus dem Polster rauskommt. Wir mit wenig Feuchtigkeit arbeiten, hinterher keinen nassen Puppe bekommen. Und auch wenn wir die Sitzheizung einschalten, nicht diese typischen Trocknungsfehler da drin haben. Die Funktion ist ganz einfach. Wir haben hier unseren Absperrhahn. Den können wir natürlich aufmachen. Wir können das Ganze auch dosieren. Drehen wir den auf, kommt vorne unsere Flüssigkeit raus, die sich unter dem Tornado in dem Behälter befindet. Das Schöne ist, wir sehen, hier ist noch eine Kugel mit dran. Egal wie wir das Gerät halten, die Kugel ist immer da, wo auch das Wasser ist. Und somit wird auch immer Wasser angezogen und keine Luft. Und wir haben keine Fehler in unseren Ergebnissen. Die Luftführung ist hier optimiert, das heißt vom Griff weg, vom Auto weg. Bei Tornado ist immer noch ein Deckel mit dabei. Damit können wir dann das Gefäß unten verschließen und den Tornado selber reinigen, ins Regal legen. Und die Flüssigkeit müssen wir nicht wegkippen, der Umwelt zuliebe. Dann können Sie nochmal verwenden, beziehungsweise den Rest aufbrauchen fürs nächste Mal. Aber bevor wir unseren Stuhl hier reinigen, Omas guten Stuhl, müssen wir erstmal eine wichtige Frage klären, und zwar, wie viel Luft braucht das Gerät überhaupt? Ihr seht im Hintergrund einen Kompressor, ein ganz kleiner Tank. Viele sagen immer, oh, ich brauche so einen Tank. Das ist totaler Bullshit. Hier steht drauf, zwischen 6 und 9,2 Bar können wir damit arbeiten. Das ist aber nur der Druck. Das hier ist mein Lieblingskompressor, der Implotex Flüsterkompressor. Ihr hört ihn jetzt laufen, ich sitze direkt daneben und normalerweise würde man schon so einen Hals kriegen, wenn man hier beim Arbeiten ist. Deswegen kannst du auf dem Hof stehen lassen und dabei arbeiten, ohne dass der Nachbar gleich mit der Polizei ankommt. Der Bursche hier braucht 240 Liter die Minute. Wir haben 280 Liter die Minute, also haben wir noch 40 über. Genug Reserve auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch einen Kompressor kaufen mit weniger Durchführungsleistung und einen riesengroßen Tank. Das bringt euch gar nichts. Es kommt wirklich nicht auf die Tankgröße an, sondern auf die Durchflussleistung. Wie viel Luft kann der durchballern? Aber egal, Kompressorfrage haben wir schon mal geklärt. Übrigens, wer sich für interessiert, ich habe euch das unter dem Video in der Infobox nochmal verlinkt. Wir brauchen natürlich Reiniger. Wir dürfen den Reiniger hier nicht komplett reinkippen. Das ist Multi-Reiniger. Der ist auch unter dem Video in der Infobox. Ja, bevor ihr wieder Kommentare schreibt. 1 zu 50 verdünnt, das ist schon alles fertig verdünnt. Und hier schon drinnen eingefüllt. Erster Arbeitsgang, super wichtig, den Hahn voll aufdrehen, denn wir müssen das Ganze einmal einweichen. Einweichen ist super wichtig. Und denkt dran, Mundschutz, gerade in geschlossenen Räumen, das ist so fein verstäubt, das geht wirklich ganz tief in die Lunge. Ihr merkt das, ihr kriegt dann richtig Husten, ich spreche da aus Erfahrung. So, ich würde sagen, wir beginnen, wir fangen an zu reinigen. Der Hammer, oder? Ganz wichtig, das Zeug ist nicht im Polster drin, das befindet sich hier in dieser Glocke, das wird rausgesogen. Zwischendurch einmal abreinigen, mit unserem Lappen reingehen. Wir sehen, da kommt ordentlich Dreck raus. Ich hoffe, man kann hier im Video den Unterschied sehr gut erkennen. Jetzt stellen wir den Hebel einmal um und blasen das Ganze nochmal trocken. Wischen noch einmal mit dem Tuch drüber. Klar, du kannst jetzt auch anfangen mit einem Nass-Trockensauger oder erstmal das Ganze einseifen mit Rasierschaum und so weiter. Aber du hast die ganze Feuchtigkeit unten drin und durch das Schrubben hast du den Dreck unten im Polster, unter dem, das ist ja ekelhaft. Und durch den Tornado wird das halt alles rausgezogen. Und pass auf, ich sitze jetzt auf diesem Stuhl und habe ich einen nassen Hintern? Nein. Punkt Nummer 1, den richtigen Reiniger und 1 zu 50 verdünnt. Punkt Nummer 2, die Classic-Variante. Teile sind austauschbar und nachkaufbar. Und das Wichtigste, ohne dem läuft das Ganze gar nicht, ihr braucht den richtigen Kompressor. Ich hoffe, ihr fandet das Video so geil, dass ihr einfach mal unten guckt, da sind die Amazon-Links drin und wenn ihr da rüberklickt, das würde mich in meiner Arbeit unterstützen. Und wenn nicht, dann macht das doch einfach mit dem Schwamm und sitzt auf der nassen Bude, lasst es schimmeln und im Winter die Fenster beschlagen. Bis dann, euer Paul Kramer vom Videocheck. Lasst es euch ärgern. Ciao. Ach ja, hier, Abo, Abo. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing.
Miss so many nights living out at sea.